Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 13. August, hier Donnerstag um 9:30 Uhr. Und wir wollen uns den Euro gegenüber dem japanischen Yen anschauen. Sie sehen es ja hier schon im Bild. Euro-japanisch-Yen hier in der Wochentagsstatistik. Hier oben sehr, sehr interessant während der letzten 52 Handelswochen. Der Donnerstag. Der einzigste Tag A unter 50% und B mit einem Wert von 43% auch wirklich nicht gerade rühmlich, soll heißen, wir haben hier heute einen Tag, der rein statistisch vom Wochentag her betrachtet ein Tag des Verlierens ist. Zudem auch noch interessant, dass die Wochenvolatilität an diesem Tag jetzt abgesunken ist. Das war früher mal anders. Wechselt natürlich, die Statistik lebt sozusagen. Mit nur 16% Anteil der Wochenvolatilität ist das durchaus ein Stück weit gering, aber der Euro gegenüber dem japanischen Yen hat ja hier noch ein Stück weit Potenzial. Bislang hat er sich 42 Pips bewegt. Das ist sehr, sehr übersichtlich. Sie sehen es hier oben. Die ASA-Range betrug auch nur 35 Pips. Im Schnitt haben wir hier Werte im Bereich zwischen 90 und 100 Pips zu erwarten pro Tag. Also geht hier heute bestimmt noch etwas in Richtung des doppelten bisher abgeleisteten Bewegungspotenzials. Und auf was man hier hinweisen sollte, neben dem, dass wir uns gleich den Tageschart anschauen mit der interessanten Abwärtstrendlinie, wollen wir hier im 15-Minuten-Chart erstmal feststellen im Intraday-Bereich, dass wir hier unmittelbar am Pivot-Point hängen und wir sind unter die Asia-Range schon ausgebrochen nach unten. Wenn wir jetzt das Pivot-Level noch aufgeben, dann ist davon auszugehen, dass hier zunächst das Zwischentief, das 4-Stunden-Tief 138,32 ein mögliches Ziel sein dürfte, um dann im Nachhinein sogar einen weiteren Rücklauf bis zum Vortagestief zu starten, was dann auch im Sinne der Average True Range sogar bis ja, zu Preisen von 137,91 Yen führen könnte. Also die Aussicht schon mal ein Stück weit negativ, auch vor dem Hintergrund, dass wir hier oben gestern in der Asia-Session am Vortageshoch gescheitert sind. Das ist übrigens auch beim Goldpreis passiert. Den haben wir just gecovert, auch oder besser gesagt hier im persönlichen Stream, beziehungsweise auf der CFD-Startseite von Godmore Trader und anderen Websites gibt es das dann gleich zu lesen. Der Goldpreis jetzt auch just mit einem neuen Tagestief und auch hier oben gescheitert vor dem gestrigen Tageshoch. Also sieht so aus, als würde es hier zunächst erstmal nach unten gehen können. Beim Euro gegenüber dem japanischen Yen kämpft zumindest der Bulle gerade damit, das Pivot-Level zu verteidigen. Eine Indikation wären hier, wenn wir unter das Tagestief 138,43 zurückfallen, dass eben dann hier der Startschuss für weiter fallende Preise gegeben sein könnte. Doch schauen wir uns jetzt mal den Tageschart an. Da wird nämlich deutlich hier, dass wir, hoppala, das wollte ich haben, da wird deutlich, dass wir hier eine kleine Bastion an Widerständen vor uns haben, beziehungsweise vielmehr eine kleine Bastion durchbrochen haben. Das sind hier die kurzfristigen Abwärtstrendlinien. Einerseits diese hier, die sehr kurzfristige, die hatte nur zwei Auflagepunkte, Schrägstrich den einen dritten. Dann hier jener aus 2014, hatte hier dann direkt schon mehrere Auflagepunkte im Juni. Aber hier, auf wen ich hinaus oder auf welchen ich speziell hinaus will, das ist jener hier seit dem Juni-Hoch eben. Diese Trendlinie haben wir gestern touchiert. Und auch heute wieder. Und schräge Trendlinien haben natürlich jetzt nicht das Gewicht, hier eine große Trendwende einzuleiten. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass hier im Zuge der jüngsten Zugewinne und jetzt dem gestrigen Scheitern dem heutigen Scheitern am gestrigen Tageshoch, inklusive des, dass wir hier diese Abwärtstrendlinie im Chart sehr schön zeichnen können, besteht durchaus das Risiko, dass es hier jetzt weitere Rücksetzer geben könnte. Also die Gefahr einer Verlustausdehnung ist hier nicht vom Tisch zu weisen. Und insofern mal Obacht geben, was der Euro gegenüber dem japanischen Yen da heute noch treibt, gerade vor dem Hintergrund, dass wir eben statistisch gesehen auch einen schwachen Wochentag haben. Schauen wir uns das Ganze nochmal im Stundenchart an. Wird es ähnlich deutlich, dass wir hier so ein Stück weit einen kleinen Bogen ziehen. Was auch schön zu sehen ist, ist hier die Indikation von der Stochastik. Die zeigt nämlich hier schon eine klare negative Divergenz auf. Das heißt, wir haben hier die Hochs von heute Nacht im Preisschart nicht bestätigen können. Es zeigt hier sehr schön auf, wie der Markt sozusagen hier eine ganz klare negative Divergenz hat, während der Preis sich hier noch relativ
auf hohem Niveau versucht zu stabilisieren. Aber wir sehen nach den jüngsten Aufwärtsimpulsen, ist die Range hier sichtlich zusammengebrochen. 35 Pips in der Asia-Range ist ja auch keine große Hausnummer. Und jetzt geht es eben darum, wie das Ganze sich jetzt hier weiter fortführt. Rein technisch gesehen, wie gesagt, Potenzial nach unten gegeben. Insbesondere wenn wir ein neues Tagestief machen, wäre dies eine Einladung für weiter fallende Preise. Insofern Euro gegenüber Japanisch Yen definitiv interessant. Ob hier die Korrektur beendet ist, gerade wenn wir jetzt den Wochenchart anschauen, muss sich zeigen. Kann nämlich hier auch eine ganz klassische Reaktion sein. Hier praktisch nach dem Ausverkauf, technische Erholung und jetzt hier so ein bisschen Geplänkel, letztlich hier inmitten dieser Area. Und da stellt sich jetzt dann auf Wochenchartbasis die Frage, ob wir ein neues Verlaufstief machen oder die letzten Verlaufshochs rausnehmen. Dann wäre hier auf Sicht des Wochencharts dann mehr zu erwarten. Aber die aktuelle Wochenkerze stemmt sich natürlich hier ganz klar mit einem bullischen Charakter daher, der aber wie gesagt heute rein statistisch und rein technisch hier durchaus eine kleine Eintrübung erfahren könnte. Insofern mal abwarten, was passiert. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Glück bei Ihrem Handel, bei Ihren Handelsgeschäften. Wenn Sie mögen, schalten Sie später nochmal auf dem JFD Live Trading TV Desktop. Da gibt es dann noch mehr zum DAX oder auch dem ein oder anderen Währungspaar. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Wünsche Ihnen noch, wie gesagt, ein gutes Händchen und bis später, wenn Sie mögen. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.